So Leute, jetzt müsst ihr mich hören. Was geht ab? Herzlich willkommen zum ersten Livestream auf Team Cyclocross Portal. Ich bin aufgeregt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, es klappt alles mit der Technik. Schaut im Moment relativ gut aus. Das Bild ist circa 30 Sekunden versetzt, würde ich sagen. Ich schaue ein bisschen nebenbei, wie das läuft. Schaut relativ gut aus. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Ich habe jetzt gestern einen 30 Kilometer Zeitfahren gefahren, wie man sich's fast denken konnte. Mein Vater hat das mit der GoPro aufgenommen und ich würde sagen, wir starten einfach rein. Ich habe jetzt hier die Wattdaten, Trittfrequenz, Geschwindigkeit und Herzfrequenz ist alles eingefügt. Dazu sieht man dann noch die Karte. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das einfach an. Zwischendurch muss ich mir ein bisschen spulen, weil der FAT dann mit dem Autofahren nicht hinterhergekommen ist, beziehungsweise auch vorbeigefahren ist. Deswegen, ja, gut, bei euch schaut es auch gut aus. Ich glaube, das funktioniert gut. Ich spule mir ein bisschen vor, bis der FAT dann mit dem Auto losfährt und mich einholt. So, da hat er mich jetzt eingeholt. Wie gesagt, hier sieht man ja die Strecke. Ich bin immer so, das waren so 6 Kilometer raus. Es ging so circa 6 Kilometer raus. Richtung so einen Rundkurs, den bin ich dann zweimal gefahren. Der Rundkurs hat es richtig in sich gehabt. Das waren so, boah, wie viel waren das? Das waren schon gute Höhenmeter. So, ich glaube, die Runde 100, 150 Höhenmeter. Wir schauen uns am Ende noch auf Strava an. Ja, wie gesagt, jetzt fährt man halt einfache Strecke dahin. Und genau. Christian Marx schreibt rein in die Masse. Natürlich Vollgas. Wie gesagt, da war Gegenwind drauf. Es ging jetzt so leicht ansteigend hoch. Ich wollte eigentlich noch so Prozentanzahl und Höhenmeter hinzufügen. Habe ich aber leider nicht hinbekommen. Es geht leicht im Gegenwind hoch, deswegen drücke ich gerade schon richtig durch mit Richtung 380, 400 Watt. Das wollte ich nicht, ich wollte es ruhiger angehen lassen, um dann im Anstieg voll durchzustarten. Hat wie gesagt nicht geklappt. Aber ja, es war das erste Zeitfahren dieses Jahr quasi. Ich bin jetzt dreimal auf dem Zeitfahrrad gesessen. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, ob der Ton gut funktioniert. Ob ihr vielleicht auch ein bisschen den Autosound hinten hört. Man muss dazu sagen, das macht man natürlich auf eigene, natürlich macht man das auf eigene Gefahr. Wir fahren jetzt hier durch Ortschaften, also da muss man natürlich aufpassen. Deswegen habe ich da jetzt auch ein bisschen an Watt rausgenommen. Kann natürlich passieren, dass links, rechts mal Autos rauskommen, deswegen muss man da mal wachsam sein. Deswegen, wenn ihr das auch mal machen solltet, immer ein bisschen aufpassen. Ist echt Vorteil, wenn der FAT dann mit dem Auto hinterherfährt. Kann man nichts anderes sagen. Ja, gut. Danke, Bella, für die Rückmeldung, dass es gut läuft. Freut mich. So, jetzt haben wir gleich die erste Ortschaft geschafft. Das waren 3 Kilometer oder so. Ja. Ich fahre hier vielleicht, wenn man eine 105er Trittfrequenz hat. Ich habe 52er großes Blatt vorne drauf und ich fahre hinten vielleicht Mitte so 52, 16 Grad, 52, 17. Weil es so halt leicht ansteigend im Gegenwind ist, ist es richtig eklig. Ja, ich habe ein bisschen geschaut, dass ich nicht so überziehe, aber war wie gesagt nicht möglich. Genau. Jetzt gleich kommen wir so zu so einem Punkt, wo rechts so eine Abbiege kommt. Da ging 2013 die Bayern-Rundfahrt, das Zeitfahren lang, das war auch 30 Kilometer lang. Das kann ich euch dann genau zeigen, wo das war. Da kommen wir gleich hin. Genau. Da vorne jetzt bei dem, ja genau, bei dem Hügel da, bei dem Sandhügel oder was es da ist. Da ging es rechts rein. Da war auch geplant, dass wir dort die Zeitfahrstrecke reinmachen. Ging aber nicht, da im nächsten Ort quasi eine Baustelle war, das war ein bisschen blöd.
Wie gesagt, wir wollten halt da unsere Zeit von eigentlich lang gehen lassen, weil es noch ein bisschen gleichmäßiger ist als diese Runde hier. Aber ja, kann man nicht ändern. Wäre bestimmt cool gewesen, sich da mal mit den Elite-Fahrern zu vergleichen. Ja. Jetzt sieht man wieder, wie es leicht ansteigt. Jetzt steigen die Wattzahlen auch wieder ein bisschen auf 380. Das ist schon hoch. Die Verhältnisse würde ich fast sagen. Ja. Man sieht auch, wie die Geschwindigkeit niedrig ist, weil, wie gesagt, es geht hoch. Jetzt hatte ich schon die ersten Probleme. Ich weiß nicht, wenn ihr selber mal Zeitfahrrad gefahren seid oder so, ob ihr es kennt. Irgendwann schmerzt halt richtig so deine hinteren Beinmuskulaturen, so Richtung Po. Und ja, da hatte ich halt richtig Probleme am Anfang, musste halt aufstehen und so. Und es ging ja auch richtig ins Laktat rein. Es war ja auch nicht geplant, dass das so hart wird am Anfang. Genau, jetzt kommen wir gleich in die Ortschaft, wo die nächste Abbiege kommt. Das sieht man hier oben schön. Und jetzt überholt der Uhu mich gleich mit dem Auto und da müssen wir ein bisschen vorspulen, weil der Held ist vorbeigefahren. Das sieht man vielleicht hier. Hier kam die Abbiege und der Held ist vorbeigefahren. Das heißt, er dreht wieder um. Und jetzt geht es hier diesen Berg hoch. Man sieht auch, wie hier 400, 420 Watt getreten werden, hier nach oben. Ist nicht mehr weit zur Kuppe. Der Anstieg ist, glaube ich, 700 Meter lang oder so. Das können wir uns dann, wie gesagt, auf Strava angucken. Jetzt kommt gleich eine steile Abfahrt, deswegen überholt der Uhu mich wieder, um dann bei der nächsten Stelle dazustehen und abzusichern. Das werdet ihr gleich sehen. Jetzt kommt nämlich, hier kommt nämlich eine Kurve. Wegen Gegenverkehr und so haben wir ein bisschen abgesichert. Safety first. Dann geht es jetzt hier rum. Und jetzt. Da war kompletter Gegenwind drauf und jetzt fährst du wieder in so einen halben Schiebegegenwind rein und jetzt kommst du zum längeren Anstieg auf der Runde. Wie gesagt, ist ein bisschen blöd, dass ich nicht die Höhenmeter und so eingefügt habe. Wäre echt interessant gewesen zu sehen. Ja, so jetzt habe ich mal die Fragen übersehen. Kilian fragt sehr, was ist deine momentane FDP? Ja, gute Frage. Ich habe noch nie einen FDP-Test gemacht. Das waren jetzt 40 Minuten Zeitfahren. Wenn man da die 20 Minuten FDP rauszieht, komme ich so bei, denke mal, 350, 360 raus. Die Durchschnittswatt sehen wir dann am Ende. War nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber ja. Jetzt geht's so leicht ansteigend 3 Kilometer hoch. Also das Segment auf Strava ist 3 Kilometer lang. Da habe ich mir dann die Komm geholt mit einem 30er Schnitt. Ja, es zieht sich halt eklig. Ich habe hier eine gute 40 drauf, aber da war echt ekliger Wind und es tat da richtig weh. Ja, da habe ich wichtig Körner. Da Christian schreibt, ich habe wichtige Körner liegen lassen, das stimmt. Ja. Ich wollte eigentlich den Hügel im Auflieger hochfahren. Ging nicht, musste dann umgreifen. Ja, genau. Jetzt sind wir ungefähr so bei Kilometer 10, 12 angelangt. Und wie gesagt, das ist jetzt die erste von 2 Runden. Genau. So. Man muss dazu sagen, das war gestern, also an einem Montag am Feiertag. Es war einfach fast nichts los. Das war jetzt eins von drei Autos, was mich überholt hat. Das heißt, es waren Top-Bedingungen für so ein Zeitfahren bei einer offenen Straße, die nicht abgesperrt ist. Ja, muss man auch erstmal vorfinden. Jetzt sind wir so halb links abgewogen. Jetzt geht's in so ein. Jetzt wird's ein bisschen steiler. Ich würde sagen, 3 bis 4% sind hier schon. Und jetzt geht's so lang gezogen so den Hügel hoch. Und man muss jetzt echt mal hier aufpassen auf meine Fahrposition in der ersten und zweiten Runde, wie unterschiedlich das ist. Weil du da richtig siehst, wie kaputt ich dann war in der nächsten Runde. Weil jetzt fahre ich relativ viel im Berg, im Auflieger hoch. Und beim nächsten Mal greife ich schon relativ früh um. Natürlich, berghoch, Auflieger, kannst du Körner sparen oder nicht, ist jetzt die Frage. Bei der Prozentsteigerung kannst du vielleicht schon im Auflieger alles hochfahren, aber ich war einfach so fertig, ich konnte mich auch nicht mehr auflegen, weil ich einfach so kaputt war, weil die Runde halt schon schwer ist. Deswegen ja, jetzt sieht man das, wie es hier schön so langgezogen hochgeht. Sieht man auch auf der Karte ungefähr
hier, wo die Abzweige ist, da erst bei der nächsten Abzweige, da ist erst der Berg zu Ende. Und bis dahin geht es noch hoch. Ich hatte noch eine gute Trittfrequenz mit einer 90 drauf. Aber jetzt hat es schon richtig weh. Jetzt hat es richtig gebrannt. Jetzt gehe ich, glaube ich, noch aus dem Sattel. Und hier war ich schon in der anderen Runde schon die ganze Zeit an den Griffen gefahren. Also ich bin hier echt lang im Auflieger hochgefahren. Das habe ich aber, das hat echt wehgetan. Gut, dafür ist auch ein Zeitverdrängen da. Das war ja wie ein Wettkampf, aber trotzdem. Und jetzt sieht man richtig, wie es weh tut. Ich habe richtig zu kämpfen. Der Puls geht auch langsam allmählich hoch. Die Trittfrequenz ist auch nicht mehr so hoch. Ich glaube, ich fahre jetzt trotzdem fast schon den leichtesten Gang vom großen Blatt. Wie gesagt, ein 52er vorne drauf. Ja. Genau. Und jetzt geht's immer noch hoch. Man denkt, es wird ein bisschen flacher, aber es wird eigentlich nicht richtig flach. Ich weiß nicht, ob wann ich mich jetzt auflege. Und jetzt zieht sich das noch so eklig durch den Wald hoch bis zur Abbiege. Nach der Abbiege geht es dann eigentlich schleunigst bergab. Genau, da schießt man dann wieder mit 80 runter in den Ort, wo es dann wieder hochgeht. Da hat der Uhu leider nicht so viel gefilmt, deswegen werden wir es eh gleich überspringen. Jetzt sieht man, wie ein bisschen die Konzentration fast nachlässt. Jetzt fahre ich nämlich gleich irgendwo in Straßengraben rein. Jetzt kommt da. Die Watt waren jetzt nicht mehr so hoch wie am Anfang im Berg, weil es ein bisschen abgeflacht ist und ich halt, wie gesagt, schon richtig zu kämpfen hatte. Ja. Naja. Ich muss auch dazu sagen, dass die Watt nicht. Die sind ungefähr um eine Sekunde zu. Also die passen um eine Sekunde nicht überein. Jetzt komme ich schon Richtung Kurve. Und hier kommt jetzt nochmal nach der Kurve so ein Gegenanstieg, bevor es dann gleich in die Abfahrt reingeht. Jetzt müsste ich gleich rumgefahren kommen, sieht man am Punkt da oben. Genau, jetzt sprinte ich hier diesen kleinen Hügel Vollgas hoch. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich dachte, der ist kürzer. War dann doch nicht so. Und jetzt geht es so einen kleinen Abfahrt rein und dann sieht man schon, wie grau ich war jetzt zum Beispiel, weil ich immer so Tritte auslasse, weil das schon richtig weh getan hat. Jetzt kommt nochmal eine Gegensteigung und dann geht's schon in die Abfahrt. Das sehen wir aber in der nächsten Runde. Und jetzt schießt der Fat dann vor Richtung Kurve. Hier ist die Kurve, jetzt baut er sogar die GoPro ab. Und ja, man sieht, wo ich komme. Das dauert noch ein bisschen. Genau, jetzt bin ich ungefähr Ortseinfahrt. Da sieht man, wie ich rollen lasse, weil ich echt schon grau war. Ich habe versucht, mich ein bisschen in der Abfahrt zu erholen. Hat aber irgendwie nicht so funktioniert. Und jetzt geht es, wie gesagt, nochmal in die letzte Runde rein. Jetzt sieht man auch, wie es da hochgeht. Und ich lasse jetzt einfach mal die Watt dastehen, während er ins Auto einsteigt hier. Ich drücke die ganze Zeit 500, 600 Watt da hoch, weil ich da voll hochsprinte. Und richtig, ich will nicht sagen, ich habe Körner gelassen, aber es war schon hart da hoch. Genau. Dann kommt danach noch eine kleine Senke, bevor es dann nochmal langgezogen hochgeht, wo er mich wieder einholt. Also, wir können es mal kurz im Auto angucken. Hier kommt jetzt diese Senke, wo du dich kurz erholen kannst. Und dann geht es jetzt so da hinten lang gezogen hoch, richtig eklig. Das tut auch richtig, richtig weh. Jetzt habe ich mich verpasst. Genau da vorne fahre ich. Da habe ich jetzt, glaube ich, auch schon wieder umgegriffen. Da bin ich auch in der ersten Runde viel, viel weiter hoch im Auflieger gefahren. Ja. So ist es halt, wenn man raus. Man sieht auch, wie ich mit dem Körper wackle. Ich glaube, aber die Runde war ich sogar 3 Sekunden schneller als in der ersten Runde. Wie gesagt, das schauen wir uns aber später nochmal auf Strava an. 400 Watt fahre ich so im Schnitt da hoch. Ja, da musst du dich einfach pushen. Da musst du dich einfach pushen. Genau. Jetzt kommen wir wieder darüber. Und über die Kuppe habe ich dann ein Gel genommen. Ich habe 10 Minuten vor dem Start habe ich ein Gel genommen und halt nach ungefähr der Hälfte. Jetzt haben wir, was haben wir da? 17 Kilometer oder so von den 30. Und ja, jetzt kommt er wieder. Da komme ich schon wieder. Das ist jetzt wieder die Kurve Richtung den. Wie gesagt, achtet mal drauf, werden sollte. Hängt es bei euch auch? Oder hoch und runter und hoch und runter, das ist viel zu hektisch. Ja, da habe ich, denke ich, auch richtig Kraft gelassen. Ja, ist halt blöd. Und jetzt schaut mal, wo ich jetzt umgegriffen habe und dann vergleiche ich das mit der anderen Runde. Da war ich jetzt locker nochmal 400 Meter weiter oben, wo ich umgegriffen habe.
Und das hat jetzt auch schon richtig, richtig hart gebrannt. Also da musste ich jetzt richtig tief gehen. Christian Marx fragt, ob ich... Hast du extra spezielle Dehnübungen für deine spezielle Haltung auf Zeitfahrt, um so aero wie möglich zu sein? In der Tat habe ich das nicht. Ich spule kurz nochmal vor, dann beantworte ich die Frage. Jetzt komme ich nämlich gleich wieder. Das ist eine richtig gute Frage. Nee, also ich tue mich eigentlich jetzt nicht spezifisch dehnen. Ich mache halt ein bisschen Stabi. Stabi ist immer wichtig. Was ich vor allem wichtig finde für Zeitfahren, ist, dass du viel auf dem Zeitfahrrad fährst, damit du auch die Position gewohnt bist. Das ist mir nämlich am Tag vorher aufgefallen, also am Sonntag quasi, wo ich gefahren bin, weil ich bei den EBs richtig, richtig Probleme hatte. Und ja, du musst halt ein bisschen so, was ist es, Hüftbeuger oder so, das musst du vielleicht ein bisschen trainieren und so. Denen würde ich jetzt mich jetzt, wie gesagt, nicht so, sondern eher so Richtung Stabi gehen. Und wie gesagt, auch viel auf dem Zeitfahrrad fahren, dann, ja. Dann wird's auch gut. Wie gesagt, jetzt hat man gesehen, ich habe die Kurve geschnitten. Geht natürlich nur, wenn alles leer ist. Deswegen habe ich auch einen Papa dastehen, wie gesagt. Genau. So, und jetzt war es mit dem Berg. Und jetzt geht's gleich in die lange Abfahrt rein, wo richtig Speed gemacht wird. Genau. Sieht man, wie ich kaum noch 350, 340 Watt halten kann. Hier 34 über diese ganz kleine Welle, das ist echt schon langsam für die Verhältnisse, wenn man es so sagen kann. Und ich habe mich da schon im Kopf eingestellt auf die Abfahrt. Deswegen habe ich da auch nicht mehr so gedrückt. Puls ist wieder relativ hoch. Ich hatte einen 190 Maximalpuls. Da ist 186 schon sehr hoch. Wie gesagt, das hat alles relativ viel gekostet, einfach dieses Gasgegebe. Und jetzt geht es gleich in die Abfahrt und dann werde ich mich auflegen und erstmal schön Speed sammeln. Ich frage dich sicher, wie ich den Zeitfahranzug anhabe. Wenn man eine Wettkampfsimulation macht, wieso soll man dann nicht auch einen Zeitfahranzug benutzen? Das soll ja so ähnlich sein wie im Wettkampf. Ich habe mich auch so ein bisschen vorher ernährt wie im Wettkampf. Porridge in der Früh gegessen, was ich sonst nie mache. Ja, das ist eigentlich. Man muss schon ernst nehmen, sowas. Jetzt sieht man, wie ich Richtung 80 km/h komme. Das war auch mein Topspeed. Ich bin in der zweiten Runde viel, viel schneller gefahren als in der ersten Runde darunter. Ich glaube, über 10 km/h schneller. Und jetzt geht es eigentlich nur noch mit Vollgas Richtung zurück. Ist fast geradeaus. Ich glaube jetzt, ja, jetzt fahre ich erstmal die nächsten paar Kilometer gut über 60. Man sieht aber auch, dass die Watt jetzt nicht mehr so hoch sind, weil, wie gesagt, ich schon richtig rau bin. Man muss dazu sagen, es war jetzt bisher mein allerlängstes Zeitfahren und allerschwerstes. Also ich hatte noch nie ein Zeitfahren mit 300 Höhenmetern und 30 Kilometer Länge, also war eigentlich schon eine gute Leistung, was ich dann gebracht habe. Ja, sowas ist halt immer eklig für die letzten Kilometer. Jetzt sind es noch so 7 Kilometer. Man muss dazu sagen, ich habe ein bisschen Rückenwind. Deswegen auch die 60 km/h. Ich fahre jetzt auch komplett anders durch den Ort, weil einfach bei 60 und 40 ein herber Unterschied ist, ob du im Auflieger bist. Weil bei 40 kannst du vielleicht noch ein bisschen schneller reagieren als mit 60, deswegen ist es besser, wenn ich schneller war, an den Seiten durch den Ort zu fahren. Jetzt greife ich nämlich gleich um. Weil es schon gefährlich ist, wenn ein Auto oder so rauskommt. Weil Tempo 60 so durch den Ort, ja, nicht abgesperrt, ist halt schon heftig. Da war jetzt gerade die Abbiege. Ja. Genau. Dario Hamann, Servus, ich grüße dich. Ja. Genau, und jetzt geht's eigentlich, jetzt sind es glaube ich noch ein bisschen mehr als 5 Kilometer. Jetzt geht's noch ein bisschen leicht abflachen. Das ist ja das, wo ich hinzugesetzt habe, es geht leicht hoch. Jetzt geht's ein bisschen runter. Hier geht es gerade noch so 1-2% hoch, das sieht man noch nicht. Da muss ich erstmal richtig tief gehen. Geht der Puls auch wieder hoch, 185 Richtung 190. Ja, und jetzt geht es dann
so lang gezogen um diese Kurven in den nächsten Ort wieder ein bisschen bergab. Dort drehe ich dann noch nicht so viel Watt. Sieht man hier so 300, weil ich da ein bisschen mich versucht habe zu erholen. Genau. Jetzt schreibt dort schon ein Moin. Ich grüße dich, Moin. Ja. So, jetzt sind jetzt noch circa 4 Kilometer. Ich tue wieder auf 60 hochfahren. Das musste ich richtig tief gehen. Ich habe jetzt auch 11er drauf. 52,11, alles was geht, quasi. Ja, man muss dazu sagen, ich bin natürlich mit Trainingslaufrädern gefahren. Und jetzt achte mal drauf, wie hektisch ich eigentlich bin mit dem Kopf und so. Da siehst du dann, wie grau man eigentlich ist. Ich ziehe viel zu sehr den Kopf raus und wieder runter und wieder raus. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich noch verbessern muss. Das man halt relativ. Das hatte ich aber gar nicht so gespürt, dass es das so hart ist. Die Watt sind jetzt auch nicht so hoch, wie ich sie eigentlich wollte. Ich dachte eigentlich schon, dass ich hier noch Richtung 380, 400 fahren kann. Jetzt geht's in den vorletzten Ort oder in den letzten Ort quasi vorm Ziel. Ja. Hier habe ich ja wieder umgegriffen, wegen wieder der Sicherheit. Hier kommt eine Straße raus. Ist beim Warmfahren zum Beispiel ein Auto entgegengekommen. Deswegen, ja, ist einfach wichtig, um aufzupassen hier. Auch wenn man grau ist, ein bisschen links, rechts beobachten. Genau. Jetzt geht's eigentlich. Jetzt geht's, glaube ich, noch ein Stück runter. Und dann geht's nur noch hoch ins Ziel und über so zwei Brücken. Und das hat er nochmal richtig gezogen. Ja. Richtig schweres Zeitfahren. Jetzt überholt mich der Uwe, jetzt spüren wir gleich vor zum Ziel. Man sieht halt, wie ich hier jetzt nur noch 3,30 Watt halten kann. Bei 50 jetzt beschleunige ich, glaube ich, noch ein bisschen. Können wir uns ja angucken. Jetzt beschleunige ich auf 60, 50. Ja, auf jeden Fall genau hier. Jetzt kommen wir langsam Richtung Ziel. Sprung noch ein Stück vor. Ja, jetzt komme ich gleich. Man sieht, wie ich jetzt 450 Watt drücke, weil es halt, wie gesagt, ein bisschen hoch geht. 36 km/h. Da war ich richtig, richtig grau, muss man dazu sagen. Also, da bin ich richtig tief gegangen. Ja. Und jetzt komme ich gleich ins Ziel. Beim Ortsschild. 30 Kilometer Zeit fahren. Done and dusted. Endlich geschafft. Ich war richtig fertig. Sieht man vielleicht gleich bei den nächsten Bildern. Ja. Legt er sich gleich ins Auto. Tot. Grau wie sonst noch was. Geil. Ja, solche Bilder sind natürlich die besten. So, jetzt machen wir mal hier Pause. Oh, das ist nicht ein gutes Bild. Flasche-Exen. Nehmen wir mal das Bild. Genau. Jetzt wechsle ich gleich zu Strava. Ich muss nur kurz was testen. Also, wie gesagt, ich hole jetzt gleich die Strava-Datei raus. Ich schau mal, wie ich das machen kann. So. So, da bin ich wieder. Und ein bisschen kleiner. So, hier haben wir das Strava-Datei. Mal schauen, ob es geht. Ich denke schon. Die Leistung steht nicht da, weil ich meine Wattdaten nicht hochgeladen habe. Ich kann es euch aber verraten, wie viel es waren. Ich hatte 341 Durchschnittswatt oder so. NP 343 oder so. Ist, denke ich, voll in Ordnung. So, jetzt hier haben wir es. Genau. Also knapp 30 Kilometer lang war es. 340 Watt im Schnitt ist voll in Ordnung. 303 Höhenmeter, 42 Minuten. Schon langes Zeitfahren, also da bin ich richtig tief gegangen. Habe auch zwei Comps geholt. Hier können wir es dann gut anschauen. Hier haben wir Bürnbach Climb. Das ist der nach der Kurve, wo jeweils die Kamera nicht drauf war. Habe ich beim ersten Mal 2 Minuten 20 gebraucht mit 385 Watt. Und beim zweiten Mal habe ich da 2,14 gebraucht, also insgesamt 6 Sekunden schneller mit 402 Watt, eine Steigerung von über 15 Watt. Ist gut für den Streckenteil.
Dann kam hier die ganze Strecke. Wie lang war der? Wie gesagt, der war 3,5 Kilometer sogar lang. Dachte, es war kürzer, aber ja. 5,57 beim ersten Mal mit 338 Watt im Schnitt. Und beim zweiten Mal hatte ich 339 Watt im Schnitt. Aber ich war trotzdem 3 Sekunden langsamer, muss man dazu sagen. Dann gab es noch ein kurzes Segment. Da habe ich 313 beim ersten Mal gebraucht mit 360 Watt. Und beim zweiten Mal habe ich 314 gebraucht, auch mit 360 Watt, also genau konstant. Das heißt, ich habe auf dem einen Streckenteil 6 Sekunden rausgeholt und auf anderen 4 Sekunden verloren. In der zweiten Runde. Ja. Und dann habe ich halt hier noch runter die Kom geholt. Also 10, 2, 51 Schnitt ist voll in Ordnung. Ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, was man hier alles analysieren kann. Herzfrequenz-Schnitt von 180. Genau. Hier ging es erstmal los, bin ich erstmal losgeschossen. Ich glaube, das sind sogar die echten Watt. Ja, genau, dann fährst du hier die ganze Zeit so mit 300 irgendwas Watt. Dann kam hier die Kurve. Achso, das kann man sogar ausschneiden, siehst du. Gleich wieder was gelernt, ne? Wie komme ich da jetzt zurück? Genau. Ja, wenn ihr wollt, können wir das noch analysieren. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Analysieren wir mal den ersten Berg. Ich fahre mit 400. 90, 500 Watt da rein. Und dann, das ist hier das, wo es leicht runter ging, wie ich gesagt habe. Und dann habe ich hier mal Richtung 400 gehalten. Ja. Gut. Ist nicht so spannend. Ja, genau. Aber jetzt habe ich was falsch gemacht. Oh-oh. Sorry. Jetzt habe ich einen Fehler begangen. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Strava nicht so aus. Ich benutze auch kein Strava. Ich lade immer nur die Dateien hoch, wo die Comps sind. Ich weiß nicht, wem es auch so geht. Mir geht es auf jeden Fall so. Genau. Falls ihr jetzt noch Fragen habt zur Radfahrt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wäre nett von euch. Sonst wäre es auch gewesen. Ihr sagt einfach mal, was geht und dann. Genau. Also, falls ihr Fragen habt, haut sie nur raus. Ja. Warte es noch kurz 2 Minuten. Ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Ja. Das war jetzt eigentlich der erste Livestream. Ich habe jetzt nicht viel erwartet, aber ich glaube, das Bild war gut. Besser kann man es eigentlich nicht machen. Falls wer eine Ahnung hat von euch, wie man Zwift Rennen livestreamt, dann schreibt mir bitte mal, weil ich habe das irgendwie nicht hinbekommen. Ich habe jetzt mit Streamlabs OBS das gestreamt. Und ja, das ging relativ gut. Naja, was gibt es sonst noch zu wissen? Genau. Ja. Ja gut, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann reicht's eigentlich für heute, denke ich. Ja, danke an alle, die eingeschaltet haben. Ich denke mal, ich werde mal wieder sowas machen, wenn ich mal wieder solche Dateien habe. Ich fand es besser, als ein Video hochzuladen, weil wer guckt sich schon so so ein langes YouTube-Video an? Ich werde, denke ich, trotzdem noch eine Datei hochladen dazu, zu dem Zeitfahren, damit nur das Zeitfahren da ist. Ja. Hier SL fragt, wie lange trainierst du schon? Machen wir mal ein bisschen größer. Ja, ich trainiere schon seit 2012. Das war meine erste Saison. Und seitdem fahre ich auch Rennen. Und ja, genau dieses Jahr habe ich, glaube ich, schon oder erst 8000 Kilometer. Ich war ein bisschen krank Anfang des Jahres, deswegen habe ich nicht so viel, aber jetzt ist ja viel Zeit zum Trainieren. Anton, mein Kumpel, fragt, willst du Zwift Bundesliga fahren? Es war eine Überlegung, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich hätte eigentlich schon Bock gehabt, aber insgesamt sehe ich da jetzt nicht so die Reize. Ich bin auch noch keine Zwift-Rennen gefahren. Das ist, glaube ich, nichts für mich. Ja. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Es wäre zwar eine schöne Abwechslung, so ein bisschen Wettkampf-Feeling zu haben, aber ich setze mir auch Trainingsreize, wie zum Beispiel bei dem Zeitfahren. Hat man jetzt gut gesehen. Genau. Und,
8000 sind schon gewaltig. Ja. Es geht eigentlich voll. Wenn wir halt Rennen hätten, wäre es dann wahrscheinlich noch mehr, aber ja. Ist jetzt nicht wenig. Kann man schon so sagen. Dafür, dass ich krank gewesen bin, bin ich da auch schon relativ zufrieden. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich in den nächsten Tagen trainiere. Ich trainiere im Moment relativ intensiv. Würde ich jetzt behaupten. Fahre eigentlich fast keine Radfahrt mehr unter 100. Immer so 90, 100 plus. Ja, das Wetter lädt ja auch dazu ein, viel Rad zu fahren. Und genau. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann ja, bedanke ich mich für alle, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, das Video war nicht sehr langweilig, sondern eher kurzweilig. Über Feedback freue ich mich immer. War wie gesagt der erste Versuch. Ich denke, ja, so um die 15 Zuschauer sind schon okay. Ja, mal schauen, was ich in den nächsten Tagen mal hochladen werde. Gut, im Moment haben wir eh viele Zeit wegen Corona, deswegen mal schauen, ob ich mal wieder sowas raushau. Genau. Also in diesem Sinne hat mir auch Spaß gemacht, mit euch zu reden und dann kommen wir rein.